Herzlich willkommen zurück zu Castle Story Survival. In einer Minute kommt wieder die nächste Angriffswelle. Sieht ja ganz in Ordnung aus bisher. Und auf jeden Fall erstmal danke für 400 Abos. Haben wir jetzt seit Mittwoch. Ja, seit Mittwoch. Da haben wir uns auch wieder richtig drüber gefreut, weil es geht ja. Naga! Babar! Geht ja immer noch richtig flott. Ah, genau, Sylvain wollte nicht putzen, oder? Ne, es gibt gar nichts mehr zum Putzen. Die schicken wir. Was brauchen wir denn gerade? Mine. Wir brauchen immer Ressourcen. Wir können sogar noch einen spawnen. Ja, genau, dann kommt gleich wieder die nächste Welle. Hier haben wir noch einen Warrior. Noch einen! Was ist denn los gerade? Was brauchen wir nochmal einen Blick schon, oder? Wiggy Wiggy! Oh, du kannst wieder arbeiten gehen. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen jetzt. Also ich werde jetzt, sobald ich das hier erstmal fertig habe, so grob, dann eben erstmal hier hinten absichern. Wurde auch geschrieben. Anders als mehr gesagt, ich suche jetzt hier nicht unbedingt immer den Namen raus, tut mir leid, aber ja, ich gucke mir abends meistens noch ein paar Kommentare durch, so auf dem Handy und alles. Und dann merke ich mir nicht unbedingt den Namen. Na, Freundchen! Der hat den eigenen Bricktron erschossen! Marshall, was ist denn los bei dir? Warum erschießt du einfach einen unserer Leute? Und das Spiel ist gerade irgendwie extremst laut, ich muss es gleich mal leiser machen. Vielleicht ist auch was bei mir so laut, aber. Oh, Portos, du machst es schon. Oh, klatscht sie weg. Ah, schießt er da einfach und seine eigenen Kollegen, Mann. Die Spitzhacke liegt sogar noch da. Ja, und der reißt einfach schon die Burg ein, oder was? Ja, hau ihn weg. Dankeschön. Freut man sich gerade darüber, dass man so viele neue Arbeiter hat und dann wird einfach weggeknallt, ey. Ist auch eine andere Art von Teamwork. So, erstmal wieder Putzgruppe. Also ja, wie gesagt, einer hat geschrieben, dass ich eben die Mine bitte ausbauen soll. Also hier hinten halt an die Mauer. Und was habe ich noch bekommen? Genau, wegen den Bogenschützentürmen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, letzte Folge, dass ich die eben so bauen will, dass sie sich gegenseitig decken können. Dass die Corruptions nicht einfach über die Wand einreißen. Und ich glaube, also es wurde geschrieben, dass ich die weiter auseinanderbauen soll. Und ich glaube, damit wurden die zwei Türme hier gemeint. Das sollen ja aber keine richtigen Türme werden, sondern das Torhaus eigentlich. Also da ist eh. Naja, ist ein Torhaus halt. Und das wäre kein richtiges Torhaus, wenn. Keine Ahnung, ich finde, ohne Türme ist ein Torhaus kein Torhaus. Warum mache ich das hier so? Das sollte ich doch eigentlich. Ich bin verwirrt. Na, es passt schon so. Hoffe ich. Okay, hier können wir die Treppe jetzt auch abreißen. Und hier hinten müssen die Bögen wieder hin, oder? Wie sollte denn das sein? Da, hier und da. Ah, da können wir die auch so hin platzieren. Ah, da können wir hier doch einfach hochbauen. So. Sehe ich genauso. So. Wie habt ihr das hier gemacht? So, okay. Ne, das wollte ich ja nicht in den Turm reinbauen. Okay, dann können wir hier so machen. Und zack. Oh, jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich das machen möchte. Erstmal ein bisschen reinzoomen. Können wir dann. Ja, gut, wir können wieder einen spawnen.
den toten Freund ersetzen. Naruto ist da. Na dann. So. Genau, wegen der Stelle hier. Okay, so viel brauche ich eigentlich gar nicht überlegen. So, zack. Dann haben wir nämlich einen Übergang zwischen den beiden Türmen. Dann haben wir hier nochmal so eine Zwischenebene rein, dass man drauf laufen kann. Ah, okay. Weg damit. Oh ne, das muss so sein wegen dem Torhaus. Ja, egal, passt trotzdem. So. Das kennst du ja mittlerweile. Wie das hier gehandhabt wird, damit wir da eben Planken reinmachen können. Und dann können wir hier oben so Beretta hinmachen. Und dann ist das hier auch kein weiteres Problem, weil dann werden wir es einfach so machen. Zack. Müssen wir es hier auch nochmal eins erhöhen. Aber oh, das wird schon wieder was, ich sag's euch. Ich plane schon wieder so viel vor. Da wird es wieder Stress geben nachher mit den Brickjohns. Die werden alle wieder nicht arbeiten wollen und irgendwie einen Mist bauen oder sonst irgendwas. Und ja, wir kommen dabei nicht hoch. Ja, mittlerweile kennt ihr ja auch unsere lieben Arbeiterfreundchen. Ich soll auf einen Arbeiter zu sagen, es kommt so vor, als würde ich die Bus ausnutzen wollen. So kommt's rüber. Ja, aber es wird doch schon was. Wird schon, jetzt sollen die Bus den Block da unten vielleicht schnell bauen. Okay, wir brauchen noch wieder ein bisschen Holz. So. Wen nehmen wir denn? Baul, den neuen. Immer schön die neuen ärgern. So, den Bau hier, den Hausmeister, den lieben Fong, der kann bauen gehen. Dann können wir die Gruppe wieder löschen und jetzt verteile ich die mal ein bisschen. Die hier. Die Schwertkämpfer. Der hier oben passt eigentlich. Wen haben wir denn noch? Ja, die Bogenschützen können wir auch gleich umstellen eigentlich. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus eigentlich, finde ich. Die Burg. Die macht schon was her. Das erinnert mich ein bisschen immer an Stronghold Crusader, wer das. Na okay. Was heißt, wer das noch kennt? Das sollte kennen bestimmt mega viele. Da hier gibt's ja. Schließt du einen Weg? Nee. Fong hat bloß keine Lust. Da gibt es ja eben mega viele KI-Gegner. Und das hier erinnert mich an die Bauweise von. Oh Gott, wie heißt der? Oh, das Schwein, glaube ich, hieß der. Der hat auch immer so gebaut. Also hier so ein Turm in die Mitte und außenrum dann so. Nochmal so eine kleine Mauer mit Zinnen. Halt bloß mit Steinmauern. Und so habe ich das auch total aufgebaut. Das fand ich mega cool. Okay. Du. Willst dich auch bloß noch verbuddeln? Ja, sagt er. Okay, also du kannst hier eigentlich stehen bleiben. Portos kann auch stehen bleiben. Joe, ja, wo stellen wir dich hin? Ich glaube, die stehen wir auch noch da oben, weil da ist ja eigentlich das größte Problem. Da kommen die ja immer durchgerannt. Marshall, stellen wir lieber so hin, dass er uns nicht die Leute hier wegrotzt. Das wollen wir ja nicht. Ah, da war gerade eben Grand Cock. Vielleicht ist egal, was er der Steine durchrennt. Wer erkennt ihn nicht? Okay, was baut ihr denn gerade? Direkt hier oben wahrscheinlich, oder? Ja. Die bauen hier alles. Hier hinten brauche ich nochmal eine Treppe dann. Wie soll das sein? Drei, gell? Ja, dann müssen wir hier auch schon die Dings hin. Die müsste ich eigentlich auch zubauen. Dann muss hier auch schon wieder der Gang hin. Ich habe jetzt schon gefällt. Müssen wir hier drüben nochmal abreißen. Es soll ja alles mal schön synchron sein und richtig gleich gehalten sein. Damit sich auch keiner beschwert.
wir nämlich hier oben wieder auf Ebene 3 die Bretter. Wo sind seine Bretter? Ah, schon da, okay. Habe ich gerade eben nicht so richtig gesehen. So, und dann haben wir nämlich. Da können wir nämlich, um dass man hier hinkommt, nochmal hier eine Treppe hinmachen und hier drüben auch. Wo hier drüben der Treppe ein bisschen doof ist. Nein, die kommt einfach dahin dann und dann. Oder wir machen es direkt. Hi, YouTube. Hallo, Tony. Okay, jetzt hat sich gerade voll Pedo aufs Angehört, wie ich das betont habe. Fuck, das letzte Mal, als die ihr neues Projekt aufgenommen haben. Das ist ja dann, haben wir Magus halt, der Jonas angekündigt. So indirekt. Da habe ich auch Hi, YouTube geschrieben, aber da haben sie schon aufgehört gehabt. Da haben wir nochmal einen Bogenschützen. Nugge! Okay, den Bogenschützen da drüben brauchen wir eigentlich auch nicht so. Ja, Beba und Bimme, ihr habt doch auch keine Ahnung, was los ist. So, geh dahin. Dann stellen wir dich hier hoch. Und dich stellen wir dahin. Nein, ich brauche dich hier. Und die spawnen direkt da drüben schon, okay. Ja, das sind irgendwie nicht die besten Bogenschützen, die ich gesehen habe. Ja, aber sie halten die Keller von der Mauer ab. So, zum Teil. Bis gar nicht. Hm. Nein, die killen. Wir haben schon wieder zwei verloren. Aber ich brauche halt hier bisher noch einen wegen der Mauer. Die kann ich so nicht wirklich abdecken. Obwohl es eigentlich ziemlich gut geklappt hat gerade eben. Ich glaube, ich stelle jetzt einfach zwei Bildschirms rein. Die beide nach da oben gucken. Also so. Dass da keiner durchrennt. Oder lieber reißen wir da oben die Mauer ein, als dass wir zwei Bildschirms töten. Aber das erinnert mich auch an irgendeinen Film. An Avatar, genau. Wie da die ganzen Seelen oder was das war zu dem Baum fliegen. Weil diese ganzen blauen Blütenzapfen, also auch immer Dinge. Das hier können sie noch fertig bauen, das hier oben auch. Die können eigentlich alles fertig bauen. Die haben sogar hier so ein Dings eingerissen. So eine Lagerfläche. Oh, bauen wir schnell Topo. Okay, unser Holzfäller lebt noch, ist gut zu wissen. Und jetzt kannst du noch mal kurz auf. Oh, ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht, glaube ich. Ah, so, putzen. Komm. So. Sieht voll aus wie so ein Smiley, fällt mir gerade eben erst auf. Drolloping! Spawn Worker, komm. Können wir noch einen spawnen? Nee, schade. So, wir müssen ja schnell fertig werden, Jungs. Baut mal ein bisschen schneller. Ich plane hier und da mal und die bauen hier und da mal. Also. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht mache irgendwas falsch. So, hier müssen wir in der Treppe nach oben bauen. Damit die hier drüben auch weiter bauen können. Ich habe mich vielleicht auf Offline stellen sollen. Fällt mir gerade auf. Na, egal. Aber ich will auch nichts Neues ein. Alle vom Geistigen her auf demselben Niveau. Naga! Ja, sag ich doch. So, Steine sollt ihr gerne annehmen. Was habe ich hier drüben eigentlich kaputt gemacht? Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Ah, hier oben. Doch, Auto konverten, das ist schon. Das kann man auch ausstellen, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Genau, das habe ich auch noch nicht, allgemein noch nicht erklärt. Man kann einstellen. Ob die Stockpiles jetzt zum Beispiel Holz annehmen sollen, weil jetzt könnten die Bildschirms, wenn nichts drauf, für Holz drauflegen. Wenn ich es ausmache, nicht mehr. Wenn ich es wieder anmache, eben geht's wieder. Dasselbe geht mit Steinen und den orangenen Kristallen. Die blauen werden ja immer direkt zum großen Kristall gebracht. Und das hier ist halt eben, dass die diese Steinkisten, ob die automatisch in ganze Blöcke umwandeln sollen oder nicht. Ich weiß nicht, warum man das aushaben sollte.
Vielleicht braucht man das als Katapultmunition, aber das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe noch nie ein Katapult gebaut. Jetzt kommen sie da nicht mehr hin, oder was? Jetzt kommt der nächste, ey. Kann doch nicht gehen, so, Mensch. So. Ich würde am liebsten zurückschreiben oder so, aber braucht's nicht. Kann ich hier einen spawnen? Nein, 86% schon wieder. Warum nicht? Warum nicht? Ah, wie mache ich das hier dann? Soll ich das einfach so offen lassen als Innenhof oder so und dass ich dann hier auch irgendwann Zinnen reinmache? Ach, sieht bestimmt auch komisch aus. Ich könnte so ein Dach drauf machen, so ein Schrägdach. Von da und da oder so. Und dann würde ich, glaube ich, hier oder so eine Tür reinbauen, dass man so rum rein oder raus kann. Nee, das wäre eigentlich dumm. Weil da müssten die Big Transports hier raufkommen. Ja, die können ja nicht raufkommen. Was ich halt gerne machen würde, ist so ein Schrägdach, das von hier aus lang zieht, nach oben links, also von der Seite, von den beiden Seiten hier, dass es halt noch schräg nach oben geht bis zu der Ecke hin. Und dann könnte ich nämlich irgendwie hier dann, wenn ich das Hauptgebäude baue, das irgendwie so verbinden. Oder ich mache das, dass es so von der Seite zu der Seite hoch geht. Auch wieder schräg, versteht sich. Weil er hier das Hauptgebäude hinkommt dann später. Was ja eigentlich keinen Sinn erfüllt, so ein Bus optisch irgendwie toll aussehen soll und so, aber. Ja, da ist auch die Tür. Ja, machen wir das so dann. Später. Okay, wir können dann Worker spawnen. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder alle. Aber den schicken wir auch mal hier zum Bauen. Okay, dann so. Ja, eigentlich können die auch schon von oben bauen. Ja, stimmt, ja. Da kannst du auch wieder abreißen. So, komm, hier, reiß weg den Schmarrn. Hoffentlich reißt er sich jetzt die Treppe da unten weg und dann kommt er nicht da hoch. Ja, okay, da sollten die trotzdem rauflaufen können. Okay. Fackeln könnten wir auch bald mal aufstellen. Sogar jetzt eigentlich schon. Das wäre auch ganz cool, dass die irgendwas bringen oder so. Weil bisher ist es ja eigentlich nur dekorativ eigentlich. Weil so als Spieler kriegt man auch nicht direkt Vorteil. Kosten die eigentlich mehr? Weiß gar nicht. Also die kosten halt noch einen Stein, aber. Ja, warum nicht? Ich meine. Hat sie nach einem guten Urteil angehört. So, jetzt backt es hier hinten wieder rum. Kann ich das irgendwie wegmachen? Ja, passt doch. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil ich das abgerissen habe, aber. Wo kommst du denn? Ah, weil du da nicht durchlaufen kannst. Ja, geht er gleich ganz außen rum. Ja, okay. Die hier ist unsere temporäre Tür. Okay, wie geht's denn? Das hier will ich auf jeden Fall haben. So. Ja, es ist ziemlich doof, dass ich bei den meisten Mauern hier mal so zwei Blöcke freilassen muss, aber. Mein Gott, was soll man machen? Das ist auch nicht so geworden, wie es sein sollte. Fällt mir gerade auf. Machen wir hier und hier einen Stein rein. Ist da halt kurz ein Stein drin, aber mein Gott. Die anderen Lösungen sind auch nicht gerade so vielversprechend vom Aussehen her. Oder wir machen das hier einfach komplett aus Stein. Sollte ja eigentlich gehen.
Was ist mit euch los? Steht alle auf dem Haufen, hab keine Ahnung, was ihr machen Sorry. wollt. So, jetzt hier kommen. Hau weg den Schmarrn! Hammer einfach auf Bretter einschlagen. So würde ich es auch wegmachen. Das wäre auch ganz cool, wenn man Bretter lagern könnte, statt bloß den Baumstämmen, von denen wir schon gar keine mehr haben. Und dass sie dann irgendwie die Bretter eben wieder zurückschleppen würden. Oder wenn man erst ein Sägewerk bräuchte, um dann aus den Baumstämmen Bretter zu machen. Das wäre auch was. Es gibt so einige Sachen, die immer noch ziemlich cool werden im Spiel. Die Frage ist halt, wie schwer das ist, sowas zu programmieren, weil ich habe keine Ahnung, was sowas angeht. So in 30 Sekunden kommen sie schon wieder. Ich lasse mal einen Block frei, weil ich glaube, sobald sie keinen Weg mehr haben, also sobald sie dann außen rumlaufen müssten, weil da ist ja eben blockiert eigentlich, wenn da die zwei Leute drin stehen, dann würden sie, glaube ich, auch einfach die Mauer einreißen wollen. Also hundertprozentig. Oh, sieht schon aus wie auf einer Baustelle. Kann man ja nichts sagen gegen. Oh, jetzt treffen sie ja sogar. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Obwohl. Oh, Topo. Was machst du nur? Ah, ich dachte, ich muss drei stellen und geht wieder. Die hauen einfach alles weg. Ich glaube, wenn man keine Burg bauen würde, einfach bloß Schwertkämpfer ausbildet, ist man auch im Gewinn. Eine gewisse Zeit lang zumindest. Nein, er hat den Stein rausgerissen. Rennt doch hinter jetzt! Mensch! Der reißt uns hier die halbe Burg ein. Tja, müssen wir reparieren. Machen wir gleich große Reparatur. Und reißen die zwei Blöcke auch noch raus. Der ganze Turm hat schon Risse. Eigentlich bräuchten wir hier auch nochmal so einen Turm. Wie schon mehrmals erwähnt, aber Turmbau dauert halt wieder so ewig. Und da hinten ist es eigentlich auch extremst dringend. Ist einer gestorben? Oder warum sind es bloß zwei Schwertkämpfer? Also einer, meine ich. Oder war das Big, den ich hier hingestellt habe? Ich weiß es nicht. So, Lichter wollte ich nochmal verteilen, genau. Warum? Okay, da will es nicht hin, dann platzieren wir es halt hier. Hier hinten in der Ecke und da, weil da brauchen wir die Treppe gleich eh nicht mehr. Ja, die können hier rüberlaufen jetzt. Kann man die Treppe hier auch abreißen. Verlängert zwar den Weg, den sie laufen müssen, aber mein Gott. Deswegen kommt kein Holz mehr rein, weil du keine mehr Dings hast im Radius. Tja. Ja, den Baum dort will ich eigentlich behalten. So ein paar Dekobäume kann man ja schon mal haben. Ist doch noch in einem Radius, Topo. Mach doch weiter. Er will nicht. Ja, dann bau einfach mit. Komm, die paar Steinchen, die vor der Burg liegen, sind jetzt auch nicht so dramatisch. Okay, hinten ist auch alles fertig jetzt. Bis eben. Oh Gott, bis auf die Reparatur hier unten. Eigentlich könnten wir Truppe auch zum Dings schicken. Zum Fackeln aufstellen. Machst du wenigstens das oder bist du wieder so einer, der gar keinen Bock hat auf gar nichts? Du willst mal wieder streiken. Dann rennen wir ein bisschen im Kreis und vielleicht geht's dann besser. So, es wäre jetzt ein Dreieck, aber willst du jetzt arbeiten gehen? Ich meine, arbeiten gehen will wahrscheinlich kaum einer, aber das muss, Freundchen.
Mine. Dann stell dich mal da hin und dann rennen wir kurz ein Stückchen von den Gegnern weg und dann kommst du vielleicht zur Besinnung. Okay, jetzt haben wir zwei Tonys. Am Anfang habe ich mich gefragt, ob der gestorben ist, dass es sein kann, dass es zwei gibt. Dann habe ich den zweiten Tony gefunden. Tja, ihr müsst da jetzt wohl drin warten, bis wir wieder Baumstämme kriegen. Wollt ihr vielleicht weiterbauen oder so? Das wäre toll. Wir brauchen mehr Lagerplatten. Das wird auch ein tolles Torhaus, wo hier dann direkt davor irgendwie die Lagerplatten dann liegen. So, hier will ich noch ein bisschen Platz frei haben. Und dann können wir hier mal so einen Zwischengang haben. So, so einen größeren. Ein paar mehr Lagerplatten bauen. Da könnten wir dich eigentlich. Bist du arbeitslos? Du bist zu der Baugruppe angezeigt, aber baust nichts. Du musst willkommen arbeiten. Ja, hier oben, dass die nicht arbeiten, ist mir bewusst, weil die haben ja keine Platten mehr. Also keine Lagerplatten, wo sie was hinlegen können. Ich bin gerade ein bisschen still, weil mich das gerade ziemlich wundert eigentlich, warum die alle am Streiken sind. Okay, wenn man ihr ein bisschen Überlegenszeit gibt, dann machen sie schon was. Wer sieht denn? Ach, die Bauarbeiter kriegen die ganzen Baumstämme. Ja, jetzt haben wir ja zwei, die bauen. Willst du jetzt wieder arbeiten? Nee, immer noch nicht. Dann bleib mal da oben stehen. Vielleicht hilft es ja was, wenn ihm seine KI verrät, dass er wegrennen muss. Dass er danach wieder am Arbeiten ist. Okay, also Midi macht noch was, aber die zwei hier, die kommen nicht raus. Ja, und Topo. Jedes Mal so falsch an, wenn die da rumstünzen. Kann man sagen, was man will, aber Minecraft spielt, da hat er so Steam hinzugefügt. Okay. Ein bisschen weiter planen. Haha, so kann man die Leute auch freikriegen. Wenn sie einfach ihre Blöcke dahin platzieren. Können sie doch auch rauslaufen jetzt. So, dann hier wieder in die Gruppe rein. Wodka, genau. Claire, wir haben einen Toten erst. Ja, aber es sind noch schon mehrere Leute umgekippt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe. Das ist eben, soweit ich weiß, das linke immer die Anzahl der Einheiten, die gerade da sind. Also Player 1 ist blau, das sind wir. Enemy, das sind dann eben die Corruptions. Und das, der Stern ist halt die Anzahl der Toten. Aber eigentlich haben wir schon mehr als einen verloren. Wir haben eigentlich schon drei Leute verloren. Einen haben wir selbst um. Vielleicht haben wir auch schon zwei selber umgebracht. Durch den Bogenschützen. Vielleicht hat der den anderen erschossen. Das weiß ich nicht. So, aber ich stehe mir erstmal auf die Zinnen rauf. Jetzt habe ich ja schon mal erklärt, dass wir das leider machen müssen. Aufgrund deren Reichweite. Tja, hier unten ist halt immer noch das Problem. Aber die gehen halt alle nach demselben Prinzip. Immer das machen, was am nächsten dran ist. Was macht der Kerl eigentlich? Okay, der ist noch fleißig am Bauen. Nicht, dass unser zweiter Grand Cock hier gar nichts mehr macht. Oh, der baut sogar von oben. Schlauer Bursche, du. Schlauer als der erste. Der darf bloß in die Mine gehen. Und guckt jetzt auch in die Ferne.
viel Holz. So, noch eine Minute, bis die neue Welle startet. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Gilt das selber wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas sagen wollt, im Allgemeinen schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese alles. Oh, ich lese alles. Ich beantworte auch manche Kommentare. Sofern sie denn eine Antwort benötigen. Mhm. So sieht es nämlich aus. Und ja, bis Donnerstag. Tschüss.